to the top. You must feel that victory, release that energy, and ride like the wind. Wenn man von einigen Diensten im Januar absieht, beginnt das Jahr der Jugendfeuerwehr Nettelsee mit dem Karneval im Februar. Jedes Jahr wird ein Fest ausgerichtet für die Kleinen und Kleinsten und wie man sieht, alle haben ihren Spaß daran. Your attention to me more than an honorable mention. You must feel that victory, release that energy, and ride like the wind. Fire in your eyes, shake those butterflies. Go ahead and go for the win now. Victory, victory, let the party begin. Ja, aber nicht nur die ganz Kleinen haben Spaß, sondern eben auch die Ausrichter selber, obwohl dieser Kleine nicht zu den Ausrichtern gehört. Tja, und die etwas älteren Teenies dürfen dann auch dabei sein. Sie sitzen allerdings ein wenig abseits der lauten Musik. Die davon erzielten Einnahmen sind natürlich eine willkommene Aufrichtung für die Kasse der Jugendfeuerwehr. Dass das Leben nicht nur aus Vergnügungen besteht, sieht man hier. Es ist zwar nicht unbedingt der beliebteste Punkt, aber die theoretische Ausbildung ist für die Jungs der Jugendfeuerwehr Nettelsee oder auch aller Jugendfeuerwehren sehr wichtig. Nach dem Motto, was uns nicht umbringt, das macht uns nur noch schlauer. Dass es nicht nur todernst zugeht, sieht man hier an diesen Bildern. Dass bei der Jugendfeuerwehr Nettelsee sehr viel geboten wird, konnten wir im Frühjahr des Jahres feststellen, als eine große Fahrt auf den Plöner Seen auf dem Programm stand. Thank you.
Tja, und dann wäre vom Schützenfest zu berichten. Sehr viele Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind auch im Schützenverein. Und das bedeutet neben dem entsprechenden Vergnügen natürlich auch ein wenig Arbeit, wie man gleich sieht. Das war eben Originalton Nettelsee und hier sehen wir die Jugendfeuerwehr, der beste Service, den es je gab. Aber ansonsten die Stimmung wieder ausgezeichnet. Tja, und außer den vielen Aktivitäten, die das Schützenfest noch bietet, hier die große Showübung unserer Leute von der Jugendfeuerwehr Nettelsee. Es wird versucht, unter relativ realistischen Bedingungen zu üben. Und die Übung ist wirklich realistisch. Das sieht man auf dem Hinweg, sind die Jungs sehr, sehr viel schneller als auf dem Rückweg. Schauen Sie es nachher mal an. They don't know.
Ja, und in der Pause zwischen den Übungen darf das zahlreich anwesende Publikum auch ein bisschen was tun zum Gaudi aller Anwesenden. Tja, sehr abwechslungsreich geht's zu in Nettelsee im Jahr der Jugendfeuerwehr. Im Sommer das große Zeltlager. Appell bis spät in den Abend, bis zum Sonnenuntergang. Es war immer was los und es wurde immer was geboten. Hier probt gerade die Olympia-Auswahl für das Trampolinspringen. Sie sehen gleich die Weltmeisterschaftskandidaten fürs Turmspringen. Aber auch die internationale Spitze der Kanuten war vertreten.